Hallo, Eishirf in der Haus. Geht's euch gut? Weil Weihnachten ist bald. In 4 Wochen feiern wir, oder noch weniger, feiern wir Weihnachten. Und ihr habt euch bestimmt schon überlegt, welche Geschenke ihr wem schenkt und auch schon ein bisschen Hoffnung gehegt, wer euch beschenken wird. Ja, wir sind gestartet letzte Woche in die Serie Pray. Und heute geht es um den zweiten Teil des Vaterunsers, wo wir tiefe Dinge anschauen werden. Und ich hoffe, dass du so richtig, richtig tief beschenkt wirst heute Abend. Ich weiß nicht, was du genau heute geschrieben hast auf diese Karte, die du ausgefüllt hast und die nach vorne kommt und wofür wir beten können. Keine Angst, wird nicht öffentlich gemacht, was du da alles draufgeschrieben hast. Ob du ein finanzielles Wunder brauchst, ob du ein Wunder brauchst in Beziehungen, ob du ein Wunder brauchst zu Hause oder in deinem Job. Ich weiß es nicht, wofür du gerade betest, aber ich kann dir eins sagen, Gott wird deine Gebete erhören. Ich habe vor kurzem eine Story gehört von einem lutherischen Pfarrer, der kam immer so auf die Bühne und dann hat er gesagt, oder auf die Kanzel, und dann hat er gesagt, Gott ist mit euch. Und alle, die in der Kirche waren, haben geantwortet, und auch mit dir. Könnt ihr das mal einfach so machen? Gott ist mit euch. Wow, das klingt ja richtig gut. Und einmal kam er auf die Bühne und das Mikrofon hat nicht funktioniert. Und er sagte, irgendetwas ist falsch in diesem Mikrofon. Und die Leute haben gesagt, ja, weißt du, manchmal sagen wir Dinge, ohne unser Hirn anzustellen. Und wir sagen einfach etwas und dann platzt es heraus. Und das kann auch beim Gebet so passieren. Unser Vater im Himmel, dein geheiligt werde. Unser Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann beten wir das einfach so. Und wir überlegen uns überhaupt nicht, was ist der tiefe Sinn davon. Und ich höre manchmal Leute beten vor dem Mittagessen und sagen, komm, Jesus, sei du unser Gast, segne uns, was du uns beschert hast. Amen. Sehr viel tiefe Gedanken gemacht darüber. Aber dass ich da mit dem himmlischen Vater kommuniziere und dass er mir zuhört, gerade jetzt. Wir lesen in Lukas 11, Jesus hat gebetet und dann fragten ihn die Jünger, Jesus, wie geht das eigentlich mit dem Beten? Wie macht man das? Und dann sagt er, hey, ich möchte euch jetzt eine Lektion geben. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Wir haben letztes Mal gestartet, Daniel Rieger hat die Einleitung gemacht zu Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und heute geht es um einen anderen Teil, um unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung. Ich werde über diese 3 Punkte reden heute mit dir. Weil ich glaube, und das ist mein erster Punkt für dich, deine persönlichen Anliegen sind Gott wichtig. Wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Diesen Begriff täglich heißt so viel wie auf Griechisch epiousios. Das wusstest du wahrscheinlich, gell? Wer von euch hat schon mal Griechisch gelernt? Ja, das sind ein paar. Okay, Griechen. Vielleicht ist dir dieses Wort auch irgendwann aufgetaucht. Aber dieses Wort gibt es im klassischen Griechisch nicht. Und viele haben dann gesagt, ja, aber ist das halt die Bibel, die wurde halt von Menschen geschrieben und macht halt überhaupt keinen Sinn. Und ich weiß gar nicht, ob Gott das Wort wahr ist. Und viele haben dann das genommen als Beweis, ja, man kann das gar nicht richtig übersetzen. Und dann, als man die Qumran-Rollen, ein Hirtenjunge 1947 per Zufall diese Qumran-Rollen gefunden hat, Tausenden von Schriften von vor 700 Jahren, vor Christus, hat man gefunden in so Rollen in Tonkrügen und da hat man dieses Wort entdeckt und es heißt so viel wie verderbliche Ware, etwas, was nur gerade ein Tag, was man überhaupt nur einen Tag essen kann. Es gibt solche Dinge, die du nur gerade für heute brauchst und Gott will uns so dahin führen, dass wir einfach nur für heute beten. Einfach unser tägliches Brot, das, worauf wir überhaupt nicht verzichten können, das, was uns so wichtig ist, Gott, und dass wir dafür beten, dass wir dafür bitten und dass wir dafür danken. Weißt du, ich bete manchmal oft in die Zukunft. Bittest du auch so? Ich bete manchmal, das und das soll sich verändern und es hat überhaupt nichts mit dem Heute zu tun. Oder ich will das in Zukunft, ich will 10 Locations, ich 20 Locations, Gott schenkt mir das.
Aber es hat nichts mit dem Jetzt zu tun. Da kam ein Pastor zum Coach und der Coach sagte ihm, fragte ihn, hey, was hast du für ein Problem? Dann erzählte er von, ja weißt du, wenn möglicherweise könnte es sein, dass es dann ein Problem gibt und ich werde dann und so. Und dann sagte der Coach, ja was ist das Problem? Was ist dein Problem heute? Wir alle haben Probleme, kleine und große, aber richtiges Problem musst du dir zugestehen. Ich habe gar kein wirkliches Problem. Weil heute ist heute. Und heute geht's mir gut. Und heute segne mich Gott. Wir sitzen in einem relativ warmen Raum, obwohl die Heizung gerade nicht funktioniert. Aber wir heizen uns gegenseitig auf, oder? Aber was sind die Dinge, die wir unbedingt brauchen? Lass uns jetzt kurz auf die Königstraße gehen und mal die Leute fragen, auf was können sie auf keinen Fall verzichten? Ich würde Easy am meisten vermissen. Ich natürlich auch. Ich würde am meisten vermissen meine Dusche. Weil wenn man nicht duscht, dann stinkt man. Ja, aber die Sonne. Und ein Christkindlmarkt. Und ich die Kirche, weil wir wohnen genau neben der Kirche und die wird mir schon sehr viel. Ja, weil es halt die Nähe ist, Geborgenheit. Ja. Einfach ist schon immer da und taugt mir so. Das ist ganz klar. Klo. Ich wollte auch gerade sagen. Meine Kuschelmuschel. Meine Schwester. Ich würde am meisten die Freizeit vermissen. Ich würde, glaube ich, am meisten meine Familie vermissen. Oh, süß. Freunde, Familie. Ja. Schokolade? Gemüse. Tja, wenn du gefragt werden würdest, was würdest du am meisten vermissen? Was ist es? Deine Dusche? Deine Freunde, deine Familie? Deine Schokolade? Gemüse. Unser tägliches Gemüse gib uns heute. Unsere tägliche Dusche gib uns heute. Unser tägliches iPhone gib uns heute. Unsere tägliche App gib uns heute. Gott, ich brauche das alles. Was sind die Dinge, die du wirklich unbedingt brauchst? Und erachtest du das also einfach als eine Selbstverständlichkeit? Es gibt viele Leute auf der Welt, die haben kein Dach über den Kopf. Die können das nicht einfach so easy sagen. Die haben nichts zu essen. Wir haben immer noch Leute, die hungern auf dieser Welt. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Wir könnten diese Probleme schon lange gelöst haben. Warum heißt es hier nicht, unser tägliches Coca-Cola gib uns heute? Es gibt eine Story, ich möchte dir die Argumentation dafür geben, weil es kam der Coca-Cola General Manager kam zum Papst und hat ihn gefragt, Papst, können wir vielleicht Ihre Audienz, können wir vielleicht einen Deal machen, dass wir dieses Wörtchen Brot ersetzen mit unser tägliches Coca-Cola? Papst sagt, ja gut, es gäbe Geld. Für eine Woche 10 Millionen Euro, 4 Wochen 40 Millionen Euro. Sonntags kostet es 1 Milliarde. Können wir einen Deal machen? Und dann sagte plötzlich der Papst, aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann haben wir ein kleines Problem, weil wir haben schon mit dem Bäckerverband einen Vertrag gemacht und der Präsident heißt Jesus. Das ist die Erklärung dafür. Jesus sagt in Johannes 6, 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals hungern. Jetzt geht es um etwas anderes. Es geht um das, dass du tief erfüllt werden kannst, wenn du Jesus kennenlernst. Heute war jemand hier, der sagt, ich habe das noch nie gehört, sowas. Ich dachte immer, Kirche sei langweilig, Kirche hätte nichts mit meinem Leben zu tun. Und diese Person sagt, hey, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn du das spürst, dass Jesus dir die Kraft gibt, dass es mehr ist als nur Brot, dass es eigentlich die Erfüllung ist von allem, was du dir jemals gedacht hast und du dann wirklich singst, Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. Dass du das so verstehst und weißt, dieser Jesus gibt mir wirklich alles. Weißt du, wo Jesus geboren ist? Nicht in New York, auch glaube ich nicht in Los Angeles, auch nicht in Hollywood,
auch nicht in Peking. Jesus ist in Bethlehem geboren. Weißt du, was Bethlehem heißt? Bethlehem heißt Haus des Brotes. Haus des Brotes. Und irgendwann kommt Jesus und sagt, und ich bin das Brot des Lebens. Meine ganze Destination, mein ganzes Leben, alles, was Gott für mich vorbestimmt hat, ist, weil ich bin Brot des Lebens für die ganze Menschheit, für dich und für mich. Gib uns heute. Wir lesen Jakobus 4, solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Das ist der Schlüssel. Wenn ihr freilich Gott nur darum bittet, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, wird er euch nichts geben. Nichts. Also es gibt zwei Arten von Bitten. Du kannst wie ein Ego beten und Gott wird sagen, nada, 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 nada. Und du kannst beten, ey Gott, ich will dein Reich kommen sehen. Ich will, dass deine Herrlichkeit, ich will, dass dein Wille geschieht. Ich will, dass dein Wille geschieht. Im Namen Jesu. Und Gott sagt, go, 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 go. Und sonst, nada. Aber manchmal denkst du, hey, du hast wirklich nicht wie ein Ego gebetet und er erfüllt trotzdem nicht. Mir ging es so vor ein paar Tagen. Wir haben wirklich, ich habe auf den Knien gebetet. Ich kann euch Videoaufnahmen zeigen, wenn ihr wollt. Nee, es war ein Moment, wo ich sagte, hey, jetzt brauchen wir eine Lösung, Gott. Meine Frau hat sich für einen Job beworben und wir haben wirklich den Eindruck gehabt, das wird etwas. Und andere haben das auch bestätigt und sagen, hey, der Job wird sie bekommen. Und dann war sie noch die zweitletzte. Dutzende haben sich schon beworben. Und der Chef hat dir gesagt, ja, die andere, die kommt auch noch vorarbeiten, aber die wollen wir sowieso nicht. Sie werden den Job bekommen. Und ich dachte, ja, cool, wow, 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 cool. Unsere Gebete sind erhört worden. Da kam aber noch eine dritte. Die hat schon mal in diesem Hospital, in diesem Krankenhaus gearbeitet. Und die hatte alle Vorzüge, die hatte alle Vitamin Bs bis zum Chef ganz oben. Und dann hat sie den Job bekommen. Und ich dachte, mein Gott, ist das fair? Ist es wirklich fair? Hey, wir versuchen alles zu geben, was wir haben. Wir sind in drei Städten aktiv. Wir haben 5 Celebrations zum Teil am Sonntag. Und Gott, warum gibst du uns nicht diesen Job, dass wir einen neuen Level höher kommen als Kirche, dass wir andere Menschen anstellen können, damit wir weiter wachsen werden? Weißt du, vielleicht hast du auch schon so gebeten. Du weißt genau, hey, du hast nicht selbstsüchtig gebetet, du hast für das Reich Gottes alles haben wollen und es ist nicht in Erfüllung gegangen. Nee, bei dir nicht, okay, gut. Meine Tochter, die kommt da ab und zu, auch heute noch, aber früher kam sie, als sie nicht wusste, was ich da auf dem Tisch habe und was ich da alles trinke, hat sie gesagt, Daddy, ich will auch von dir trinken, von deinem Glas. Nur, ich bin Weinbauernsohn und ich habe, jetzt gucken alle nach hinten, alles gut? Gut, okay, okay. Nicht umfallen, alles gut. Ich bin bei Weinbauernsohn und dann habe ich oft halt auch Wein getrunken. Und die kleine Julia sagte, Daddy, ich will auch. Und dann habe ich ihr natürlich gesagt, so großzügig wie ich bin, okay, trink mal, dann haben wir die Ruhe für die nächsten paar Stunden. Nee, dann habe ich gesagt, hey, schau, das ist nicht dein Getränk, sondern ich gebe dir Milch. Ja, das ist dein Getränk, das ist das, was du brauchst. Und manchmal sind wir so wie dieses kleine Kind und sind bei Gott und sagen, oh Gott, ich will das unbedingt. Gott sagt, hey, sorry, aber da bist du noch nicht, in diesem Level bist du noch nicht. Ja, werde du erst mal erwachsen, ein bisschen reifer und dann gebe ich dir das, was du wirklich brauchst. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wer shoppt bei euch? Also gut, ihr seid nicht alle verheiratet, aber hast du auch schon mal geshoppt? Ja? Bei mir ist es so, wenn ich shoppe, dann bin ich immer begeistert von allen den Produkten, die ich gerne will. Da gehe ich hin und kaufe mal ein großzügig Bier ein oder was auch immer. Einfach Dinge, die mir gefallen oder Schokolade oder einfach Dinge, die mein Herz so richtig erhellen. Und dann sage ich oft dann, um mich ein bisschen zu zügeln, Karin, kannst du mir eine Shoppingliste machen? Und damit ich weiß, was soll ich einkaufen. Und dann geht es mir dann schon viel besser. Nur das Ding ist, ich weiß nicht, wo das Zeug alles ist. Und sage ich, hey, Verkäuferin, komm mit mir. Ich habe hier eine Shoppingliste. In 15 Minuten schaffen wir das. Ach, Sie wollen nicht. Okay, ich gebe 5 Euro, ist okay. So kommt man schnell zum Ziel. Ah, weißt du, und genauso ist es bei Gott. Du musst Gott sagen, das heißt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Du musst Gott sagen, schau, das steht alles auf meiner Shoppingliste. Gott, kannst du bitte mal schauen, dass das alles zu mir kommt.
Und wenn es nicht selbsttüchtig ist, kommt der mit dem Einkaufskorb und sagt, hey, that's for you. Und das Zweite, empfange Vergebung und gib die Vergebung weiter. Weißt du, als Gott die Welt erschaffen hat, hat er gesagt, bara, und es wurde Licht. Das hebräische Wort bara heißt, das Wort Gottes erschuf, indem er sprach. Bara, ist noch cool, oder? Ich will mal kurz ein neues Haus, bara. Ich will mal einen richtig schönen Porsche, bara. Was willst du? Bara. Weißt du, das Ding ist einfach, als es um die Sünde ging, dieser Welt, hat Gott nicht gesagt, bara. Und er hat die Sünde einfach weggenommen. Sondern er musste sein Liebstes geben, seinen Sohn vom Himmel, um uns zu befreien. Und wenn Jesus sagt, hey, und wir sollen so beten, Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, dann hat das ihn unglaublich viel gekostet. Und die Frage ist, nehmen wir das an? Nehmen wir dieses Gnadenangebot an? Es gibt eine Story von 1829, George William, der hat eine Bank überfallen mit der Pistole und einen erschossen. Der wurde dann eingekesselt, musste ins Gefängnis und er wurde verurteilt zum Tod durch den Strang. Doch aus irgendeinem Grund hat der Präsident Jackson ihn begnadigt. Und er hat davon gehört, du wirst begnadigt, du kannst raus aus dem Gefängnis. Und er sagt, nein, ich habe einen Menschen umgebracht, ich soll dafür sterben. Das Urteil ging zurück an das höchste Gericht, Supreme Court. Die haben darüber entschieden. Das Urteil muss verstreckt werden, weil wenn derjenige, der die Gnade nicht annimmt, muss er exekutiert werden. Und er wurde eine Woche später exekutiert. Wenn wir die Gnade nicht annehmen, dann ist es so, als wäre Jesus umsonst gestorben. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du heute hier drin bist und du weißt, du hast dieses Angebot von Jesus noch nicht angenommen, dann akzeptiere heute diesen Jesus in deinem Leben. Und dann heißt es in einem zweiten Teil, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da hat mal einer gesagt, Rick Warren, der richtig viel zu sagen hat, der richtig vielen Menschen geholfen hat, um sich vom Gestern zu befreien und ihm heute leben zu können, müssen wir denen vergeben, die uns wehgetan haben. Wir müssen es. Wir müssen denen vergeben, die uns wehgetan haben. Wenn wir anderen nicht vergeben, dann werden wir wie die, die einen Rucksack nehmen und sagen, ja, diesen Stein steht für meinen Chef, der mich immer gemobbt hat. Oder steht für meine Freundin, die mich fertig gemacht hat. Ich will ihr nicht vergeben. Und du legst das in den Rucksack deiner Seele und du nimmst noch den zweiten Stein, den Ex-Freund, der dich betrogen hat, und sagst, ich werde ihm nie vergeben und auch nicht deiner Mutter, die es immer wieder so schlecht gemeint hat mit dir und dein Freund, der mal dein Freund war, der dich richtig verarscht hat in einer Situation. Und du sagst, nie und nimmer werde ich denen vergeben. Und du nimmst diesen Rucksack. Ups. Du trägst ihn. Und er drückt dich richtig schwer. Wenn du da auf den Berg gehen musst mit so einem schweren Rucksack, du kommst nicht auf ein neues Level, weil dieses ganze Gewicht von den Menschen, denen du nicht vergeben konntest, hängt noch an dir. Und die einzige Lösung ist, wie Jesus sagt, hey, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich bringe das Ganze ins Kreuz. Ich lege diesen Rucksack mit all seinen Lasten ans Kreuz und hier soll er ruhen. Wenn du heute noch nicht so weit bist, dann möchte ich dich heute einladen, das zu tun. Weil es wird dir gut tun. Es gibt ein paar Schritte zur Vergebung. Lass die Wut bewusst zu, anstatt den Schmerz runterzuschlucken.
Ich habe auch in den letzten Tagen mit Gott gerungen, aber gesagt, Gott, warum nicht? Warum nicht, Gott? Ja, wirklich laut geschrien zu Gott. Sag Gott, was dich verletzt hat. Entscheide dich zu vergeben und danke Gott, dass es dir vergeben hat und lass die Wunden in Perlen verwandeln. Weil das Krasse ist bei den Perlen. Perlen entstehen nur, wenn in den Muscheln eine Verletzung passiert ist. Wenn ein Parasit oder irgendein Sandkorn in diese Muschel reinkommt und du siehst jetzt dann gleich diese Perle oder diese Muschel, die darin entsteht, das ist eigentlich ein Parasit, eigentlich ein Fremdkörper. Eigentlich, wo du denkst, das gehört nicht zu meinem Leben und aus diesem Leben oder aus dieser Verletzung wird eine Perle. Und deswegen der Ort deiner größten Verletzung kann der Ort werden der schönsten Perlen. Rick Warren hat gesagt, es kommt im Leben nicht so sehr darauf an, was mit uns geschieht, sondern was in uns geschieht. Nicht was mit uns geschieht oder an uns geschieht, sondern was in deinem Herzen passiert. So wie du dein Leben interpretierst, entscheidet es über Erfolg oder Nichterfolg, über Segen oder Fluch. So wie du zu deinem Leben zurückschaust, das ist das, was du bist. Du wirst nur das, was du bist, indem du dich neu interpretierst, was du mal warst. Verstehst du? Und du wirst eine neue Person. Und das Dritte, bitte um Schutz und führe uns nicht in Versuchung. Führe uns nicht in Versuchung. Also ich werde zu Jesus eben das sagen. Und Jesus, führe uns nicht in Versuchung. Mach den Test nicht zu hart, Jesus. Bitte nicht. Es ist zu hart. Wann habe ich mich entdeckt? Früher in der Grundschule oder in der oberen Schule, dass ich zum Lehrer sagte, können Sie nicht ein bisschen einen easier Test machen? Ich habe gerade ein bisschen viel zu tun. Und können Sie nicht einfach den Test ein bisschen einfacher machen? Weil ich war oft auch ein Freund von den Lehrern. Ich war so mehr so der Soziale und habe dann mit den Lehrern dann oft auch einen Deal gemacht. Also sozial, ich war immer so in den ersten Reihen oder dann in der hintersten, je nachdem, entweder kalt oder heiß pro Fach. Und dann habe ich einfach den Lehrern das manchmal gesagt. Und manchmal stellst du vielleicht fest in deinem Leben und sagst auch, Jesus, bitte, nein, nicht zu fest. Weil es gibt zwei Arten von Fokus, von Versuchung. Der erste Fokus ist, du wirst getestet. Wie Abraham getestet wird, als er gesagt hat, dass Gott zu ihm gesprochen hat, gesagt, hey, geh auf den Berg und am Schluss dieses Final, diese Wahnsinnsinszenierung auf dem Berg, er sucht das Opferlamm und findet es nicht und muss seinen eigenen Sohn oder die Bereitschaft haben, seinen eigenen Sohn zu opfern und Gott sagt, stopp, das mache ich, das muss nicht du machen. Aber es ist wie ein Test und er sagt, hey, und ich will dein Herz testen und vielleicht bist du heute hier und weißt genau, Gott hat dein Herz getestet. Und das Zweite ist, wenn du Versuchung erlebst, dass Gott vielleicht dir so viele Probleme zumutet und du denkst, mein Leben ist in trouble. I have to do an emergency call. Ich muss wirklich SOS rufen, weil es ist Wahnsinn. Mein Leben ist wirklich out of order. Und du sagst, hey Gott, ich habe ein Problem. Weißt du was? Und Gott sagt, ja, genau das wollte ich. Okay, du hast jetzt wirklich kein Problem. Du, es kann vielleicht sein, dass du jetzt mich wirklich nötig hast. Und dann komme ich als Gott, also Gott spricht, ja, ich helfe dir, ja. Du hast ein Problem? Leonard, kein Problem, come on. Natürlich helfe ich dir, logisch, du bist mein Freund, ja. Ich helfe dir raus, Leonard, wo auch immer du gerade bist. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es oft seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Das ist noch ein weiteres. Eine weitere Möglichkeit, dass du in die Versuchung gerätst, weil du dich selbst in die Versuchung führst. Und mich interessiert es. Wir gehen auf die Königstraße und fragen die Leute, was ist für sie eine Versuchung? Schokoladentorte wäre eine große Versuchung. Ja, teure Kleider. Taschentücher. Taschentücher. Nein, Taschen und Tücher. Ach so. Schokolade. Gemüse. Schokolade? neue Haarfarben, neue Haarschnitte. Ganz normalen Leben. Süßigkeiten. Und ab und zu mal einen Alkohol. Gerade auf dem Christkindlmarkt. Verbotenes. Verbotenes, stimmt. Was man nicht machen darf. Stimmt.
Okay. Essen auf jeden Fall. Ja, ich denke auch. Tja, was würdest du antworten, wenn du auf der Königstraße gefragt werden würdest, was ist deine Versuchung? Ist es Schokolade? Gemüse, ja, Gemüse? Was ist dein Punkt, wo du sagen musst, hey, wow, da falle ich immer? Alkohol? Du musst dir versuchen, oder du musst versuchen, diese Versuchungsmuster zu entlarven. Wann? Wann kommt die Versuchung? Abends? Nachts? Wo? Vor dem Kühlschrank? Mit wem? Mit niemandem. Nur mit mir. Wie? Sie lächelt mich an. Und sie ist süß. Die Milka. Ich pack sie aus. Und ich kann ihr nicht widerstehen. Ich weiß nicht genau, was deine Versuchung ist, aber finde es heraus. Und dass du Gott sagst, hey, und Gott, führe mich nicht in Versuchung. Lass mich den Test bestehen, Dinge zu tun oder Dinge im Geheimen zu tun, will ich nicht mehr. Ich will ein offenes Leben leben. Ich will, dass jeder, jederzeit, jede in mein Leben hineinschauen kann. Und da ist nicht etwas, was mich einfach fertig macht oder was Dinge sind, die Gott enttäuschen. Und selbst, also gibt es Dinge, die Gott enttäuschen? Wenn er enttäuscht wird, dann wird er nur darum enttäuscht, weil du nicht hingehst und sagst, und ich bringe die Steine, die in meinem Leben sind, die Schuld, die in meinem Leben ist, zu Jesus. Und dann heißt es, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Wie wird Gott uns von dem Bösen erlösen? Das ist eigentlich ganz einfach. David hat es gebetet, als er in Versuchung geriet und er ist der Versuchung erlegen. Und er hat ein neues Gebet entwickelt. Das heißt, durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle und siehe, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Hol mich zurück. Prüfe es, mein Herz. Ich habe die Erfahrung gemacht hier in Deutschland, dass man zum TÜV-Test nicht offiziell eingeladen wird. Also von der Polizei oder vom TÜV-Amt oder wie auch immer. Sondern vielleicht die Garage macht das vielleicht, kann sein. Aber wenn du diesen Moment verpasst, hast du ihn verpasst. In der Schweiz wirst du wirklich eingeladen, sodass alle Alarmglocken klingeln und da kannst du gar nicht anders als hinzugehen. Aber ich habe das nicht gemacht, seit März nicht, mir ist es nicht aufgefallen. Dem Polizist ist es aufgefallen. Naja, kostet 25 Euro. Aber für mich wurde das wie eine Predigt. Weißt du, für den TÜV sind wir selber verantwortlich. Dass wir zu Gott hingehen und sagen, hey Gott, hier bin ich, schau in mein Herz. Du kannst meine tiefste Motivation anschauen von allem, was ich habe, alles, was ich bin. Und ich bin vor dir. Und wenn du etwas findest, was definitiv nicht deinem Willen entspricht, dann sage ich, hey Gott, nimm es weg oder führe mich zum Kreuz. Ich möchte die Steine, die zwischen dir und mir sind oder zwischen Menschen sind, möchte ich für alle Zeiten einfach wegräumen. Und das Ganze tun, indem du ans Kreuz gehst. Und deswegen möchte ich dich heute einladen ans Kreuz. Wenn du etwas zu bringen hast, weil das Reich Gottes ist, wie der Schlusssatz des Gebetes, es ist Herrlichkeit, es ist Kraft. Es ist etwas Wunderschönes und dieses Reich der Kraft will ich kommen sehen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und Herrlichkeit wird dann stattfinden, wenn wir die Steine wegräumen. Herrlichkeit kommt dann in dein Leben, wenn du weißt, das Ding ist deponiert am Kreuz und Gott wird dich nicht verurteilen. Gott wird nicht sagen, oh, das ist aber moralisch schon scheiße. Du hast so viele Computerdateien, die mir nicht gefallen, ne? Ich glaube, ich muss dich mal ein bisschen strafen. Nein, Gott sagte, komm, bring es ans Kreuz. Und ich werde nicht mehr daran denken. Es wird nicht bei meinem himmlischen Google gespeichert, sondern es wird für alle Zeiten gelöscht werden. Und das ist das, was ich dir wünsche. Amen.